Leckerchen hier zwischen Mittelfinger und Daumen. Und ärgert so ein bisschen die Nase. Aber der Zeigefinger, den sehen die ja, ne? Der soll schon da sein. Weil das nachher das Endkommando ist. Mein Gott, ist der Edelkram. Ist der Leckerchen? Ja, noch schwerer. Ja, ich hab's ja gewusst. Die soll nicht lernen, das Leckerchen zu klauen aus der Hand. Dann beißt sie nachher in die Finger rein. Sehr schön. Die grillt einer. Das, was wir hier versuchen, wenn er die Wahrheit zu klein und zwei Melonen den ersten kleinsten Versuch. Das ist auch mal so was. Und bei Zirkusaktionen kann man das auch ganz, ganz toll lernen, wenn man nicht so im Stress ist, wie beim Fliegen und Wechsel zum Beispiel. Ne? Ja, einen kleinsten Versuch vom Fliegen und Wechsel kann man sich gar nicht vorstellen. Aber hier kann man mal sagen, es war ein bisschen in die richtige Richtung. Und er hat ein bisschen den Kopf bewegt und ist dann das gelohnt. Da wird man im Horstenschiff letztlich auch besser. Weil man ja viel aufmerksamer ist mit dem Konzept. Der Janik holt jetzt noch eine Decke, weil man kann unsere Pferde hier auch reiten und man kann die auch satteln. Da freue ich mich hier. Ich mache das jetzt als Überraschungseffekt. Dann legst du dem gleich diese gute Satteldecke auf. Das Seil einfach mal hinlegen, dann gibst du der Leonie mal eben das. Legst sie ihm einfach auf, ne? Von der Seite. Satteldecke drauf. Keine Lust. Du auch? Ja, also das den Jutesack verbindet das schon. Dann hat ihr auch ein bisschen was. Ja, nehmen Sie die. Komm mal. Erst drauflegen. Ja. Super. Das Apportieren würde man anders beibringen. Weil er lässt ja jetzt los und wenn ich Apportieren beibringe, dann tausche ich den Gegenstand, den sie im Maul haben, gegen den Leckerchen. Einmal reinbeißen. Wir müssen gleich den Zirkel holen. Bist du ein Raining? Ja, das Leckerchen. Ja, sollen wir dann die Ponys tauschen? Wer möchte Pony wegbringen, zwei Ponys holen? Okay, das braucht man nicht weiter filmen.